So, weiter geht's mit der Genetic Academy 2013 hier bei Troftu. Aufdringlich blinkend will uns die Herausforderung oder Spezialveranstaltung zum 15. jährlichen Jubiläum von GT dazu einladen, mal drauf zu klicken. Und da klicken wir drauf. Lukas Ordonez sagt, die abschließende Bonusveranstaltung wird erst verfügbar, wenn die Ranglistenregistrierung beendet ist. Wir hoffen, dass sie sich schon aufs Spielen freuen. Ja, geil. Und die Kacke ist natürlich erst beendet, wenn ich aus dem Urlaub wieder da bin, so wie ich sehe. Oder darf ich jetzt doch schon teilnehmen? Ich weiß es nicht. Das war gerade irgendwie komisch dargestellt. Ah, hier sehen wir, Toyota WD ist da zum Beispiel schon gefahren. Also einige von euch sind da schon bei. Und dann joinen wir da doch direkt mal rein. In die GT Academy 2013 Bonusveranstaltung Rennen Nummer 1. Zielzeit ist eine Minute 1 für Gold. Online-Rekord liegt bei 59,247. Und wir fahren den GTR Black Edition in der GT Academy Variante von 2012. So, also eine Minute 1 müssen wir schlagen. Irgendwie ein extra Teil von Silverstone als Circuit. Ne? So, wir sind wieder nicht mehr in der Cockpit-Perspektive, sondern erstmal in der Stoßstangenansicht, weil ich hiermit generell besser klarkomme. Ich werde dann nachher nochmal umschalten. Und lass mich noch weiter raustragen. So, ab auf die Startzielgerade. Aber das ist die alte Startzielgerade, ne? Nicht die aus dem normalen Rennlayout dieser Strecke, sondern das ist hier das etwas ältere Layout, oder zumindest der Teil davon, an dem wir anfangen. Und da sind wir schon mal direkt von der Strecke runter. Das ist ja sehr geil. Jo, da habe ich gepennt. Da habe ich zu spät gesehen, dass ich da abbiegen muss. Ich dachte, das wäre jetzt die Vollgaskurvenpassage. Und vor allem war ich gerade fasziniert, wie dann doch der Design, vor allem das Streckendesign ganz anders aussieht hier am Tage durch die dynamische Beleuchtung. Das Ganze ist ja jetzt sehr, sehr viel heller als. Ja, Moment. Sehr, sehr viel heller als die andere Variante. Ich glaube, das wird irgendwann morgens oder so. So, ab geht's. Neue Runde, neues Glück. Mal schauen, wie unsere Zeit so gesessen hätte. Natürlich über der Goldzeit, das war klar, die war auch crap, die Runde. 1 Minute 4. Zu spät gebremst. So, und jetzt nicht Vollgas da durchfahren, du Genius drauf, du. Nein. So. Ja, hier ein bisschen Scheitelpunkt verpasst. Ich bin gespannt auf die Zeit. Ich glaube, Gold ist es noch nicht. Nein, noch kein Gold. Bronze-Trophäe, da hat es kurz gehakt. Ja, da komme ich zu weit raus. Schade. Ansonsten war das Anbremsen schon besser. Und wir sind trotz nur Bronze auf Platz 1800. Ich führe das jetzt einfach mal darauf zurück, dass noch nicht so viele Leute das gemacht haben hier. Da wieder rausgerutscht. Naja. So, jetzt versuchen wir mal mehr Schwung mitzunehmen noch auf die Startzielgerade. gerade.
Nein. Nächste Runde humpelt ich. Ihr merkt, ich halte mich ein bisschen mit Reden zurück. Ich versuche mich zu konzentrieren. Das scheint mir doch schwerer zu sein hier. Wow, da wollte mir aber richtig hart abhauen. Kann ich so gerade eben noch gegensteuern. Ich glaube, hier muss ich noch schneller sein. Aber nicht so schnell. Fahre ich natürlich anständig, wie ich bin, trotzdem zu Ende. Da sieht man schön, wie der Geister den Scheitelpunkt verpasst hat. Da kann man noch Zeit gut machen. Jetzt müssen wir mit schön viel Geschwindigkeit ankommen. Verdammt nochmal! Das ist echt gar nicht mal einfach, die erste Kurve zu fahren, weil der Wagen so übelst viel rutscht. Und ich muss ja einfach früher bremsen, sonst rutsche ich hier immer raus. Aber wenn ihr mir überlegt, ich rutsche da raus und muss übers Gras wieder auf die Strecke fahren und trotzdem ist der Kerl nur 1,369 Sekunden vorne, da seht ihr dann... Irgendwie muss ich da auch noch schneller auf regulären Wege durchkommen. Relativ schlecht aus der Kurve. Ich muss mir mal ein paar Geschwindigkeiten merken, so an markanten Stellen, zum Beispiel jetzt vielleicht hier bei Startziel 220. Aha, so, das ist doch schon mal ein Anfang. Ein guter Vorsprung. Na, ganz gut. Vielleicht sind das 1,1 Sekunden. Ja, noch nicht ganz. Dann müssen wir hier noch ein bisschen was draufkloppen. Nein, ich verpasse auch hier den Scheitelpunkt wieder. Aber ich glaube, das reicht. Im Blick nach hinten könnte es reichen. Ich bin gespannt. Wie ein Flitzebogen. Wird es reichen? Yes, Gold! Achso, Ranglistenplatz vorher war 18.000. Interessant. Dann irritiert mich halt einfach die Anzeige und ich entschuldige mich dann bei allen anderen, die sich beleidigt fühlen, weil ich dachte, ich wäre trotzdem einigermaßen gut. Ich bin so schlecht. Oh, jetzt bin ich ans Mikro gekommen. Das tut mir so leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ja. So, trotzdem fahren wir das Ganze jetzt hier nochmal ein bisschen weiter. Dann kriegt er praktisch jedes Mal in der Folge so eine Themenfolge, ne? Übung 1, Übung 2, Übung 3, Übung 4 und ganze Runde und dann hier die extra Kacke, die natürlich keine Kacke ist, ist ja alles toll. Und ich habe zu früh gebremst und fahre jetzt hier zu kurz, ja. Aber ich denke mal, das passt dann auch ganz gut, das ist übersichtlich für euch und ihr habt dann euren Spaß mit den Streckenabschnitten. Thank you.
Oh, was für eine epische Kurvenfahrt. Wie krass war das denn, wie ich einfach mal aufgeholt habe durch so einen übelst unbeabsichtigten Drift. Das ist echt nicht gewollt gewesen. So, auf Startziel fahren wir natürlich wieder ganz regulär ein. Und zwar mit Vollgas. Nein, Mann, gay. Ja, dann fahren wir nochmal eine Runde aus Spaß. Ist ja eh schon vorbei, bevor es angefangen hat. Hier sieht man aber auch schön, der Geist kommt ein bisschen zu weit in die Kurve da rein, kommt aber wunderbar raus durch die andere Kurvenkombination, während ich gerade eben praktisch genau andersrum gefahren bin. Ich bin gut in die erste rein und dann war ich zu langsam, um raus zu beschleunigen. Und hier genau der gleiche Fehler, wieder den Scheitelpunkt verpasst. Wenn wir den treffen, dann können wir uns nochmal deutlich steigern. Ach ja, ich wollte mal umschalten in die andere Ansicht, mache ich gleich. Gebt mir noch einen Versuch. Und hier sind wir etwas langsamer. Mann, Strecke, verlassen, Runde, ungültig. So, gehen wir mal in die Cockpit-Ansicht. Na Kinder, wie geht's euch? Sind wir weiter? Sind wir weiter? Nein. So. Jeder Scheitelpunkt verpasst die Kurve, ne? Immer das gleiche mit der Kurve. Vor allem ist es halt so ungewohnt, hier auf der rechten Seite zu sitzen. Das ist mir letztens im Auto echt passiert, ne? Das hat mir ein bisschen zu denken gegeben, wenn ich ehrlich bin. Ne, da fahre ich, man will hochschalten und drück so hinterm Lenkrad, denk mal, wo ist mein Schaltpedal? Bis man aufgefahren ist, ah, stimmt ja, du fährst ja nicht Gran Turismo. Du musst ja ganz normal schalten. Tja, so kann man seinen Vorsprung auch verkacken, indem man einfach mal zu viel Gas gibt. Da geht er vorbei, unser Freund. Der Vergangenheitsdrauf, du rollt uns. 0,2 Sekunden, sagst du? Und nächste Runde ungültig. Warum? Warum, bitteschön? Als ob ich mir da einen Vorteil verschaffen kann, wenn ich nach außen hin von der Strecke abweiche. Ich verstehe es nicht. Okay, die Runde ungültig verstehe ich halt, ja, aber nicht nächste Runde ungültig an der Stelle. Hinterm Geist fahren ist blöd, dann sieht man nichts. Wir sind vorm Geist, das ist schön. Dann sieht man den Geist hinter sich. Haha. Nein, 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 zu weit raus. Mist, ich hab gehofft, den kann ich noch abfangen bei Vollgas. Ansonsten
Ich hätte vom Gas gehen können, das ist klar. Das braucht ihr mir auch nicht zu sagen oder so. Aber ansonsten hätte ich halt die Zeit eh nicht mehr hingekriegt, die ich haben wollte. Wäre schon schön, so eine 1.05 oder so zumindest mal hinzukriegen. Möglich ist es. Verdammt! Ja, war zu spät gebremst, ich weiß. Ich weiß. Blöd. Ich wollte doch in die Boxengasse fahren. Ach man. Naja, ich sag mal noch 5 Versuche, ja? Dann haben wir noch maximal 5 Minuten. Das ist dann auch lang genug. Allein wie souverän ich jetzt schon auf die Startzielgerade gefahren bin. Mit so viel Schwung, und das hat man noch nie gesehen. Ich wette, wir sind mindestens 10 Stundenkilometer langsamer an unserer Markierung. Hier sind wir nicht nur ein paar. Ja, kann ich nachvollziehen. Ja, hier kann ich wieder rausfahren, das war klar, bla 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 bla. Hat man gerade mal gesehen, wie weit wir da an der einen Kurve allein schon rankommen können. Und wenn wir dann noch hier vorne die erste Kurve ein bisschen besser fahren, da ist noch was drin und ich möchte eigentlich dieses Potenzial nicht einfach liegen lassen. Nein, da bremse ich schon so früh und dann verkacke ich trotzdem. Blöd. Yeah, endlich mal die erste Kurve geschafft. Party! Mann, da hat er mir beim Bremsen verzogen. 2 Versuche noch, wenn ich richtig gezählt habe. Ich gehe mal davon aus, dass ich richtig gezählt habe. Ich hatte ja nicht umsonst Mathematik-Leistungspunkte.
Mann! Direkt, das war zu weit vom Scheitelpunkt weg, da muss ich vom Gas und so weiter und so fort. Und was dabei rausgekommen ist, das seht ihr, ja? Aber hier in der Kurve können wir noch ordentlich aufholen. Da sind wir ungefähr wieder auf der Höhe des Geistes. Mann, wieso glaube ich immer, dass ich selbst bei dem Wagen noch mit Vollgas den Quersteher retten kann? Ich weiß warum, weil ich es in GT 5 kann, hier halt nicht. Das erfordert natürlich eine gewisse Umgewöhnungsphase und in der bin ich momentan noch. Gerettet. Mark hat's vergessen. Ja, das war unser letzter Versuch. Für diese Herausforderung, für die erste Bonus-Herausforderung. Ich park hier mal so ganz professionell auf dem Gras. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis morgen. Dann sehen wir uns die andere Bonus-Herausforderung an. Ich freue mich drauf. Tschüss.